Trauertag in Moskau. In der U-Bahn der russischen Hauptstadt gedenken die Menschen einen Tag nach den zwei Selbstmordanschlägen der 39 Toten. Sie legen Blumen nieder und zünden Kerzen für die Opfer an. Bei einem Trauergottesdienst beten die Menschen für die Verstorbenen. Die Behörden fahnden mit Hochdruck nach den Drahtziehern. Die Regierung schließt eine Beteiligung des Terrornetzwerks Al-Qaida nicht aus. Doch vorerst konzentrieren sich die Ermittlungen auf Rebellen aus dem Kaukasus. Auch Terrorismusexperten halten dies für plausibel. Die Anschläge weisen alle Kennzeichen einer extremistischen islamistischen Gruppe auf. Wenn man sich die allgemeine Sicherheitslage in Russland mit Blick auf den Terrorismus ansieht, scheint es hochwahrscheinlich, dass eine Gruppe aus dem Nordkaukasus für die Attentate verantwortlich ist. Nach den Anschlägen reagiert Russlands Führung mit harter Hand. Präsident Dmitri Medvedev kündigt an, dass der Kampf gegen den Terrorismus kompromisslos und bis zum Ende fortgeführt werden soll. Und er fordert schärfere Antiterrorgesetze. Doch mit den jüngsten Anschlägen wird dem Kreml erneut das Scheitern seiner Kaukasuspolitik vor Augen geführt. Offiziell hat Moskau den Antiterroreinsatz in Tschetschenien schon vor knapp einem Jahr für beendet erklärt. Trotz aller Bemühungen gärt es in der wirtschaftlich schwachen Region aber weiter. Experten erwarten dennoch vorerst keine Änderung an Moskaus Kurs. Ich fürchte, dass die Antwort einfach daraus bestehen wird, verstärkt auf die jetzige Strategie zu setzen. Damit dürfte wohl nichts zur Verbesserung der Sicherheit im Nordkaukasus und in Russland geschehen. Aus meiner Sicht ist es kaum vorstellbar, dass sich die russischen Behörden für einen radikal anderen Ansatz entscheiden, als den, den sie bereits verfolgen. Für die Menschen in Moskau zählt erstmal die Rückkehr zum Alltag. Doch die Angst vor Anschlägen dürfte viele U-Bahn-Fahrgäste vorerst weiter begleiten.